Ja, hallo und herzlich willkommen zu Amnesia Rebirth. Ich sitze hier mit dem Hugo und wir werden uns. Läuft! Wir werden uns dieses Spiels annehmen und ja, wir haben es uns gemütlich gemacht und müssen jetzt etwas ernster werden, denn es wird gruselig, meine Freunde. Mein Puls ist auf 130 und wir müssen jetzt ein neues Spiel beginnen. Los geht's. Ich fang an. Oh, behave. Zu gewinnen ist nicht das Ziel in diesem Spiel. Vertiefe dich in die Welt und die Geschichte. Angst und Dunkelheit sind deine Feinde. Ja, das stimmt, leider. There is a moment when you realize what the pain has made of you. In hiding, curled in on yourself, unable to show the world your face. Acting on instinct, lashing out, even at those closest to you. Time has passed, and time is a thief. It has stolen your memories. The agony has faded, but so has every precious moment of joy. You have been hollowed out from the inside, and there's nothing left of the person you used to be. But you try. You try to remember how to smile. You try to remember how to love. And one day you crawl out from your hiding place and step back into the world. And then, every day, you do what you must to survive. Come by the forest. Don't worry. Pretending it's not there won't make it go away. Salim, it's just turbulence. It'll settle down soon. Yes, yes, I know. It's hard though. You know, your head tells you one thing, but your heart disagrees. Try to sleep. I couldn't. I keep imagining what might go wrong. I know someone who can help you. And who's that? Marka. Oh. No idea you brought him. I didn't want him to be lonely. I know, my heart. It's good for him to have an adventure, but he'll be glad when this journey's over, I think. He's had a hard life. And there's so much more to come. Alex? Sherry, him. Oh. Yasmin, get up here! Hello. Hello. Oh. Can anyone read me? Don't lose it. No. No, come on. Need to find him. He must understand. Don't forget. It's
It's her. It's all because of her. Focus! I am Tessie. I am still Tessie. What? Where? Die Arme. Wait it. Don't give up. You can make it. Don't forget. Don't lose yourself. Es geht ganz schön auf der Hand. You are strong. Halt Ahnung. I have laudanum. It will help, but you must try to keep calm, or it will get worse. Do not allow yourself anger. Do not allow yourself to fear. You understand me, Tassi? Oh, und jetzt können wir steuern. Huh, können wir noch irgendwas anderes? Ja, die typische Krabbelhand. Huh, ja, das war etwas anstrengend, aber wir sind offenbar etwas... Ja, wir interagieren. Oh Gott, war das hell. Text an, aus. Darf nicht vergessen, sie wird sterben. Finde Salim. Wer ist das hier? Ist das... Nee. Aufgaben. Achso, das ist Aufgaben offenbar. Ach, und das sind die... Was ist das denn? Also das haben wir noch... Ah, okay. Okay. Ach so, das sind sozusagen diese einzelnen Fragmente. Was? Salim Hanachi. Gesundheit. Dritte Wache. Ja. Oh, technische Zeichnungen. Okay. Ja, gut. Jawohl. Die Eva Ritter ist natürlich dabei. Okay. Ich habe kurz Metzger gelesen. Ja, okay, gut. Ach, den haben wir vor uns gehabt. Der hat ja Deutsch gesprochen. Ja, okay. So. My handwriting. I don't remember. Oh, die Maus ist ganz schön langsam. Naja. So. Oh. Ach. Ah, das ist... Okay, das ist das klassische Amnesia. Kann ich jetzt mit Rechtsklick auch... Ja, das ist genau dieselbe Steuerung. Drücke T... Was? Bewege den Mund. Ach so, T. Ist ein bisschen abgeniftelt. Also, wie für meinen Mitspieler hier, also mit rechter Maustaste kannst du dann Sachen... wieder wegschmeißen, falls das... Also, ich gehe nicht davon aus, dass wir irgendwie verfolgt werden oder dass es gruselig wird und so. Aber mit Steuerung kann man sich... Mit Steuerung kann man sich hinhocken, okay. Es ist alles noch gleich geblieben, okay. Was ist das? Was ist das? Wer kannst du es mit... Näher mit Mausrad. Wow. Okay. Was ist das denn? Ich kann das nicht... Was steht da drauf? Cat Tongues. Katzenzungen. Ah. Ich mag sie blutig. Oh, was ist das denn? Warum habe ich denn da so zwei... Was ist denn... Oh, hier sind so zwei Hände. Aber mit denen kann ich nichts machen. Muss das so sein? Oh, ich stehe mal wieder auf. Ach, ah. Ach so, ich muss das anfassen und dann rückwärts gehen oder so. Ah, verstehe. Was ist das? Personal Flotation Device, Individual Unit Package, Red Color.
A dart size. Okay, gut. Ja, dafür jetzt dieser Aufwand für so eine Schwimmweste. So, ist hier noch irgend... Kann ich ihn so deppern? Kennt man das Geräusch? Was ist denn hier? Das ist hier die magische fliegende Karte. Okay, wir haben etwas ernsthaft. So, hier ist wieder Flotation Device. Alter! Alter! Das ist der Doktor. Im Heer. Das klang wie so ein Grölen. Ich habe jetzt gedacht, hier ist irgendeine Gestalt hinterm Vorhang. Alter. Ich will mich hier kurz nachher. Das ist alles nicht. Das ist, glaube ich, alles. Ja, Dr. Metzger, du bist. Was ist. Ich will jetzt wissen, was das ist. Schokolade. Okay, ja, okay, gut. Sag, was Dr. Metzger sagen. Oh Gott. Ich bin ein bisschen schwach heute. Hier liegt was. Ich will das haben. Was ist das? Cockpit-Türgriff. Der Griff der Tür zum Cockpit der Cassandra. Hervorholen. Achso. Okay, ja, ausrüsten quasi. Wo soll ich denn hier was? Ich drück mal jetzt. Hello. Hello. Oh, ich muss irgendwas. Is Tessie? Bewirkt es schon irgendwas? Cassandra, this is Anton Metz here. Please, say something. Das ist offenbar falsch. Gibt es irgendeinen Hinweis darauf? Ah, hier. Ah. This is Dr. Metz here. I will try again. Oh Gott. Ich lese das jetzt mal nicht alles vor. Wer das lesen möchte, kann ja pausieren. Ja, das sind aber keine Infos zu irgendwelchen... Ich dachte, das ist auch eine Anleitung für das Funkgerät. Ist es aber nicht. Jetzt ist es aus. Es war aber... Jetzt ist es so still hier. Es gefällt mir überhaupt nicht. Au. Wie läuft denn das? Hä? Der Taste ist springen, okay. Wieso kann ich denn das? Ich könnte das doch gerade bewegen. Ah, jetzt. Ja, das bringt mir aber nicht viel. Aber hier können wir raus. Ich will aber noch nicht rausgehen. Hier ist irgendwas drunter. You've got to get outside. Ja, danke. Danke für den Tipp. Ach, nein. Ach so. Bestimmt brauche ich bestimmt das hier, ne? So, zack. Oh, Mother Mary. So, oh, ich wollte gerade sagen, es ist ja schön hier. Das ist nicht so schön. Help! For God's sake, help me! Ach ja, diese Flashbacks. People were hurt in the crash. I was here, I think. Where did they go? Das frage ich mich auch. Where's Salim? Oh. Das ist meine nicht bezahlten Rechnungen. Okay. Oh. Ach komm schon. Meine Hand ist noch ein bisschen schwach. Ich bin gerade aus dem abgestürzten Flugzeug gekrackelt. Ist das irgendwas? Ich meine, steht da ja irgendwas drauf? Hä? Oh. Leon, Jonathan, give us a hand here. Ach, das ist. Ja, das ist eine Kamera, okay. Das aufmachen? Ne, das können wir nicht aufmachen. Aber kurz mal das. Können wir hier lustig Säcke durch die Gegend schieben? In my case. Left side. Bandages. Quickly. Was? Achso. Nützen es vielleicht jetzt gerade noch nichts? Ich will ehrlich gesagt. Oh.
Wer bist du denn? Ich habe das Gefühl, dass wir da hin müssen. Deswegen gehe ich mal kurz nach links. No, Rachel! Wait? Da ist doch ein A zu viel, oder? Rachael? Ja. Ernst. Christ and his little angels. We are fucked here. Schön, ich gucke mir so ein bisschen nach dem Sprich. Da muss ich auch mal lachen. Oh. Sonne ist nicht gut, okay. Und mit Shift kann man rein. Boah, das ist wie so ein. Das knuspert echt cool. Ich will aber zu dem Viech mal hin. Ich habe aber Angst, dass wir da zerknuspern. Das ist ein Hahn. Geht doch einfach hin. Dann ist mal diese Chicken Nuggets drauf. Nein. Hallo! Gott! Gott! Gibt's eigentlich sowas wie ein. Okay, es gibt. Oh, es ist sofort der Ton aus. Das Menü. Für den Vogel gab's auch gerade ein Menü, das haben wir gerade gesehen. Aber ich. Ich will hier reingucken jetzt. Wait, thank you. We have no choice. We need to get them to shelter. I know. It's Selim. He's hurt. You know what he's like. Let's get him down there, then you and I can sit on him while the doc takes a look. Don't worry. The caves aren't far. Okay, wir müssen offenbar. Ich will jetzt hier noch reingucken. Caves. Das geht. Oh, das ist doch nicht wahr. Okay, das ist nicht hier, das ist nur Caves. Drücke Shift. Ja, ich versuche mich schon zu beeilen. Sieht man ja, oder? Also. Hä? Ich folge jetzt einfach mal diesen Weg. Katzenzungen wieder. Ich wollte hier ein bisschen die Optik genießen und jetzt. Salim! Ah. Salim, are you there? Was soll er denn sein? Boah, schöner Effekt hier. Little bit hell. Was? Bisschen hell. Ja. So von der Einstellung meinst du? Na, ist voll. Gamma. Ja, aber das ist genau richtig. Ist eigentlich on point. Ja, so. Ja, eins zurück. So. Ja. So. Ja, hat jetzt nicht so viel geändert. Aber es sieht zumindest so aus, als sind wir hier richtig. Hat da was geglitzert gerade? Ich laufe mal. Was ist das? Ich habe damit nicht gerechnet. Was ist das denn? Satans Fruit? Was? Gut. Satans Frucht. Ich kenne One Piece nicht. Ein Frieden. Entschuldigung, aber dieses Brutzelgeräusch, ne? Es klingt wirklich wie irgendwas in der Fritteuse. Es ist halt. Ich finde ja, das klingt wie diese Schokobo-Box, wo dieses Brausepulver drin ist. Oder das Kaktuseis, wenn du oben dieses Ding hast. Ja. Aber knallt das so um. Genauso klingt das. Aber hier an Eis zu denken, ja, das kann schon helfen. Idee. Ja, ist eine gute Idee. Ist jetzt gleich mal los. Ich renne doch schon hier. Es ist halt auch. Oh, na eben. Ja. Mal gucken, ob wir wieder abkühlen. Oh, there is a cave. There is a cave, aber ich will dahin mal. Die ist ja sehr convenient, diese Abdrücke hier. Ja, vor allen Dingen, was ist das denn vor allen Dingen? Kann ich eine Grabplatte wegschieben? But it's good, isn't it? People have been here. So, we'll be shot with salt. Instead of dying of thirst, I get it. Liam. What? No point getting your hopes up.
We're in this shit. Ich muss ja kurz sagen, dass mich das sehr verwundert hat. Hm? Weißt du, bei dieser Koffertour kriegt sie 10 Minuten lang den Deckel nicht von so einem Steinding. Ja, ja, das stimmt. So wie weggeschnipst. Ja, das stimmt. Ne, das ist, wie nennt man das? Irgend so ein leichter Stein, wie nennt man denn das? Basalt. Basalt? Das ist Gasbeton. Das ist das gute Ytong-Grab hier. das ist natürlich sehr vertrauenserweckend. Gibt's hier denn irgendwas Nettes? Jetzt. Oh, jetzt geht's wieder los. Oh, ein Brief. Was ist das denn? Achso, dann machen wir Deckel wieder zu. Dearest Susan, dearest Alfie, stories don't do this place justice. It is amazing. You've never seen anywhere as busy as the market in Algiers. The smells, the flavours, the colours, and oh, the noise. I may have picked you both up a little something. You never know your luck. All my love, always. Dad. Ach, die Briten, ne? Camels in the desert. Ja. Alle Notizen, die du findest, für ein Tagebuch mit N. Aha. Das klingt wie ein Auswahlgeräusch beim Apple Newton. So. Jetzt machen wir mal zu. Hier ist aber meistens hier gerne noch was dahinter. Nein, hier ist nichts dahinter. Ist hier irgendwas von... Ich gucke immer gerne Kisten an. Was haben wir denn hier? Irgendwas? Lemonade. Ah, Zitronendemo. Nee. So, das ist ja wunderbar hier. Ich habe ja Lust, jetzt da reinzugehen. Bist du mal den Caveman? Na los. Oh, Tazi. Look at the hands. Such tiny, perfect fingers. Hello. Hello, my little one. Hello. Ah, oh. Na, das wusste ich nicht. Ich dachte, die Cutscene geht automatisch. Oh, Amnesiac habe ich gerade als Errungenschaft bekommen. Nee. Toll, ich kann nicht wieder rausgehen. Hast du genug Licht? Na, gleich nicht mehr. Oh, ich habe schon wieder hier. Ja. Kann man. Oh. It's alright. Manage. Kann man hier eigentlich auch mit E? Ja, man kann sich auch wieder lehnen mit E und Q. Okay. Schön, dass er das nicht. Also, es wird einem vielleicht. Salim! Wird einem vielleicht später mitgeteilt, aber man kann es machen. Meistens passiert doch jetzt. Na, erschrocken. Was bist du hier so nah neben mir? Aber das ist. Und dann macht es gleich. Oh, und dann kommt hier so ein Humpelfritze um die Ecke, weißt du? Das kennt man ja. Hold him more tightly, or the stitching will tear. Ah! I'm sorry. I will be still. Salim, I have you. I have you. Ich warte schon drauf auf die erste Tutorial-Nachricht unten. Du kannst nicht kämpfen, du musst dich verstecken, um dich. Wo man dann schon wieder genau weiß, in den nächsten 2 Minuten kommt doch wieder irgendwas. Das sieht ein bisschen aus wie Forest hier. Das ist ja. Na, klasse. Und weg ist er. Oh. Ach, ich dachte. Naja. Das ist eine Unordnung hier. Es ist ja wie im Junggesellenzimmer. Huch. Tja. Malermeister. Oh, jetzt wieder ein Bleistift. Ja, Mensch. Oh,
So ein schöner Bleistift. So ein schöner Bleistift. Kochst den erstmal, ja. Schlecht. Ganz schlecht. Aber ich könnte doch jetzt. Ich kann nichts ankrabbeln hier. Makumalana. Oh, hier ist Laudanum. Aber wir. Können wir hier reingucken? Nein, es gibt Zettel wieder mal. This is us. Salim and me. Ong Paris. Ah, Paris meine ich. Oh. Salim Hanashi. Da sie Trennung, Akkus dran, seine Liebe kennt kein Gesetz. What is it? I had something to say to you. Whole speech, something poetic, but. You don't need to say anything. Ach, sie ist Ah, sie kommt aus Frankreich. Das ist ihr Dialekt. Any of this. Der Akzent meine ich. I would never have imagined. Salim, there is no one I would rather spend my time with. Really? Really? Stop worrying. I'm in love with you, you idiot. Du musst. You are my heart, Desi Trianon. I said no poetry. Ach, ist das nicht schön. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir sehen den, glaube ich, nicht so schnell wieder oder vielleicht in veränderter Form. Ich muss bei Salim immer an Salim Ben Ali denken. Ihr wisst, wen ich meine. Wenn ihr es wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Der stört eh bloß. Oh, es gibt sehr... es ist schön. Ich habe schon gesagt, in der ersten Folge gibt es meist immer ganz viel Text und so ganz viel anzugucken. Na? Und dann, wenn spätestens dann der Hugo dabei ist, dann wird's schön. Guck mal, wir können uns Licht machen. Cool. Aber wir haben keinen... Ah, jetzt haben wir. Ein paar Matches? R! Nee, ich will das jetzt noch nicht verballern hier. Nee, nicht was. Was haben wir denn hier? Yaka Sanulama. Bergbauunternehmen Triple Crown. 1937, aha, wahrscheinlich sind wir auch, weil das sind ja alles Leute, die hier auch mit dabei sind, das heißt, wir sind ungefähr in der Zeit auch unterwegs. Open, was? Opencast Extension, okay. Ja, habe ich mir jetzt gemerkt. Oh. Da ist sogar was drin gewesen, sind nämlich jetzt mal das ist gewesen, wäre es ein Eimer hier? Oder ein Klo? Das mittlere Pärchen, da guckt ihn etwas garstig. Da. Alex und Richard, Oktober 36. Ich finde, ihr solltet das haben. Es ist ein wirklich gutes Foto von euch. G. Mhm. Ja. Von den zwei Herren? Mhm. Oder ist das eine sehr androgyne Frau? But I can't. I won't stay here. There's something in the tunnels, I swear. You won't be staying. You'll be with us, and I'll take care of you. Come here. Klar. Ich gehe mal auf Tutu. Ach nee, sag mal. Ich will die, aber würde aber gerne mal so ein noch mehr Bleistifte hier. Oh, kann man eigentlich? Toll. Das geht also. Okay, gut zu wissen. Ich will trotzdem mal kurz einfach der Übung wegen. Kann ich das einfach so machen? Ah, nee, ich muss R drücken. Ah, und das hat er dann in der Hand. Oh, ach so, und jetzt kann ich die Kerze. Ach, da macht das wieder aus. Ach, das brennt ab. Oh. Ach so, ja, 1 von 10. Hm. Es gibt dieses Mal also keine Laternen, sondern Streichhölzer. Also bislang, zumindest. Hier geht's noch irgendwo richtig weiter, ne? Momentan. Oh, wieder was zu lesen. My darling Amanda, by now you'll know about the crash. And you'll know that our situation is a bit sticky. We're off for a walk through the desert to see if we can find a radio or a village or some other sort of help. Everyone's putting a brave face on it. But no one really knows what's going to happen. So maybe this is it. Hmm.
Maybe this is the last you'll hear. If it is... Kann ich das gleich? I'm sorry, my love. Oh, melde es trotzdem weiter. I suppose it's my fault for wanting a big adventure. I should have stayed home after all. Please tell them both that I love them. Tell Susan that she's the best girl in the world. And tell Alfie to look after his sister. Tschüss. Also ich hab's jetzt mal manuell gelesen, ne? Oh, ha! Ha! Noch, oh Gott. Noch mehr Text. Willi, möchtest du vorlesen? Nein. Aber die Folge ist gerade rum. Das heißt, du müsstest die neue Folge... Na gut. Algerien. Fortsetzung. Die Kolonialisierung Algeriens wurde durch die Präsenz einer nomadischen, lebenden, kriegerischen Urbevölkerung erschwert. Ach Gott, ist das einfach nur so ein Infotext, der allgemein ist? Ja, los. Los, machen wir noch die Lesestunde machen wir noch. Der Anfang konnte in der Region um den Tell gemacht werden. Danach wurden die Berge und Hochebenen in Angriff genommen. Viele Einwanderer strömten aus Italien und Spanien ins Gebiet. Das System der Land... Was? Landschenkung? Ach, ich kann nicht mehr lesen. Es ist... Und Vergünstigungen zog aus Südfrankreich zahlreiche Migranten an, die im Land Fuß fassten. Von 1904 bis 1914 wurden 206.000 Hektar Land besiedelt, 91.200 Hektar davon Schenkungen. Minen. Das Land ist reich an Bodenschätzen, die noch nicht im großen Rahmen gefördert werden. Am häufigsten kommt Eisen vor, von dem im Jahr 1920 1.114.438 Tonnen im Wert von 33.879.000 Francs exportiert wurden. In der Provinz Konstantin gibt es große Phosphatvorkommen. Es ist halt sehr... Also, ich lese... Ja gut, also wer es lesen möchte, darf jetzt gerne pausieren. Also ich glaube, das bringt uns jetzt im Spiel in dem Sinne nicht weiter. Notfalls können wir den Text ja sicherlich nochmal aus der Tasche ziehen. So, ja, wie ich schon gesagt habe, ne, meine Folgenzeit ist jetzt vorbei, nach einer halben Stunde. Ja, Mensch, haben wir uns gegruselt schon und da übergebe ich sehr gerne in der nächsten Folge, an meinen Kollegen. Dann bis gleich.